Herr Lukas, ganz kurz, bevor wir dann, glaube ich, so Ralf in den anderen Teil rüberkommen, noch zu deinen Projekten. Straßenkicker, Kinder helfen, bist sozial sehr engagiert. Was kannst du uns da vielleicht Neues sagen von deiner Unterstützung und zu deinen Projekten? Ja, wir haben einige Projekte. Und das Projekt aktuelle, was wir machen, wir bauen Bolzplätze in Köln für Kinder, weil ich erkannt habe, die ganzen Bolzplätze verschwinden, die Stadt oder wer auch immer nimmt sich das Land und werden halt Häuser oder sonst was drauf gebaut. Und früher als kleiner Junge, ich bin auf dem Bolzplatz groß geworden, auf der Wiese, und ich habe gesehen, es gibt diese Bolzplätze nicht mehr, und die versuchen wir halt wieder mit der Stiftung aufzubauen. Und darum auch das Turnier in Gummersbach, was wir haben, den Spar-Handicap oder jetzt die Kölschen Wiesen, und die ganzen Einnahmen, die da davon reinkommen, investieren wir in Projekte. Und wie gesagt, aktuell ist das das Bolzplatz-Thema, und wir werden uns dann auch wieder andere Projekte aussuchen, womit wir die Kinder unterstützen. Wir haben zum Beispiel die Arche hier in Köln. Wir haben ein Kinderheim in Polen, wo 60 Kinder Essen bekommen, Hausaufgabenhilfe, Betreuung. Und ja, das kostet einiges. Und daher machen wir auch immer Projekte, die Spaß machen und Wochenende dann auch die Kinder was von haben. Tolle und vor allem vielfältige Projekte. Absolut. Ich denke, wir sollten so langsam, aber das ist jetzt auch, wir haben natürlich auch noch einen weiteren Sportexperten, den wollen wir jetzt um Gottes Willen, also außer Kloppo natürlich, den verwarmen wir uns gleich auf. Ansgar Brinkmann, vielleicht einfach mal ein paar Worte zur Saison des 1. FC Köln, weil auch als Neutraler beobachtet man das natürlich, als weißer Brasilianer sowieso. Ja, so viel Ruhe hat der 1. FC Köln ja, erstmal hallo zusammen, so viel Ruhe hat der 1. FC Köln ja lange nicht mehr gehabt, wie in dieser Saison, ist sehr gut gelaufen, gar keine Frage. Und ja, darauf kann man jetzt auch punktuell aufbauen. Ne? Wenn die Mannschaft sich jetzt verstärkt auf der einen oder anderen Position, dann kann es vielleicht im nächsten Jahr, rein hypothetisch logischerweise, vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Also da ist schon eine realistische Einschätzung, dass man sagt, also das ist jetzt nicht völlig unmöglich, dass man auch mal an diese Träume rankratzen kann. Da muss man vorsichtig sein, also 5, 6 Plätze hätte es auch schon runtergehen können. Also ne, so stabil ist das Ganze jetzt auch noch nicht. Das Mainz-Spiel erwähnt, das hätte ja auch kippen können da. Ne? Genau. Ja, wie gesagt, wenn man das Mainz-Spiel nicht gewonnen hätte, dann wäre man, glaube ich, bei 34 Punkten und wäre, glaube ich, 1 oder 2 Punkte auf dem Relegationsplatz, wenn ich mich irre. Und man sieht, wie schnell es im Fußball geht, nach oben und nach unten. Und wie der Ansgar richtig gesagt hat, also es ist eng gewesen. Man darf jetzt auch nicht in Euphorie verfallen, sondern ich denke, nächste Saison, das Ziel muss wieder sein, so ein Platz wie diese Saison, und mit etwas Glück, mit guten Transfers, mit vielleicht ein bisschen offensiveren Fußballspiel, ein bisschen mehr Risiko, ist dann auch vielleicht mehr ein Platz 8, 7 oder 6 dann auch drinne. Wir sind gespannt, und fragen wir noch mal diejenige, die es wissen muss, die zu Hause alles mitkriegt. Der Peter Stöger ist ja immer wunderbar gelassen draußen auf dem Spielfeld. Lässt er zu Hause dann auch schon mal die Sau raus nach dem Motto, diese verdammten Medien, die gehen ja auf den sonst wohin? Nein, er ist eigentlich auch zu Hause sehr ruhig. Aber wir reden natürlich viel über Fußball, und er spricht zu Hause mit mir drüber, natürlich nicht über Transfers oder Aufstellung. Auch wenn es manchmal so wirkt für euch Journalisten, ich mache nicht die Aufstellung. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Der Thomas hat auch schon was im Köcher, sehe ich. Ja, ich wollte eigentlich mal ganz kurz, weil wir gerade über Pauli gesprochen haben. Ich war zuletzt an der Anfield Road, Liverpool gegen Dortmund. War natürlich vom Emotionalen ein Wahnsinnsereignis. Und da habe ich gesehen, auf der linken offensiven Außenbahn könnte der FC Liverpool noch was Emotionales mit einem guten linken Fuß gebrauchen. Wie wäre es denn, wenn Pauli vielleicht nochmal zurückkehren würde in die Premier League? For me it's definitely... I have the possibility, maybe we made a contract after that. Thank you. Oh, sorry. Ja, nein, auf jeden Fall. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Aber der Poldi hat mir extra gesagt, bevor ich hier hingekommen bin, Matze, mach nicht die ganze Zeit den Kloppo. Sprich auch mal ganz normal. Und da habe ich ihm gesagt, da kannst du dich drauf verlassen. Und deswegen werde ich das auch tun. Aber Jürgen Klopp würde, ich sag mal so, ich als Jürgen Klopp, würde sagen... We have a phone call in the summer, definitely. Da hake ich doch jetzt mal nach, Kloppo. Also da ist doch bestimmt noch mehr gelaufen als nur ein einfacher Phone Call. Erzähl mal. Also ich sag mal so, das sage ich jetzt mal als Matze. Ich war ja auch immer, das sage ich nicht, weil er jetzt hier sitzt, aber ich war immer Fan von Lukas Podolski, und es gab ja auch mal Phasen, wo dann gesagt wurde in der Nationalmannschaft, ja, wieso stellen die den Podolski denn auf? Und mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass Poldi in der Nationalmannschaft oft
oder immer seine Aufgabe eigentlich erfüllt hat. Also es gibt ja oft so Fans, die sitzen vorm Fernseher und wissen immer alles besser, da gehöre ich sicherlich manchmal auch zu. Aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, es war letzte Europameisterschaft 2012, da hat er auch, ich glaube, du hast oft gespielt oder immer gespielt, glaube ich eigentlich, und er hat wirklich eine Aufgabe übernommen, die in dem Moment wichtig war, und das finde ich, habe ich an Lukas Podolski immer sehr zu schätzen gewusst, als Fan, als Zuschauer, und deswegen könnte ich mir als Matze, der Klopp parodiert, auch durchaus vorstellen, dass der FC Liverpool Lukas Podolski gut gebrauchen könnte. Und als Jürgen Klopp habe ich es ja schon gesagt. Moment, wir kaufen die ganze Bundesliga leer. Und wenn die leer ist, dann machen wir in der Türkei weiter. Das Geld dafür ist ja da, ne? Also von daher nehmen wir das mal so hin. Ja, Frau Kriegler, was mich noch ganz kurz interessieren würde, als Sie mit Peter Stöger hier nach Köln gekommen sind, was war Ihnen eigentlich war der erste FC Köln Ihnen so ein richtiger Begriff? Toni Polster, ein Landsmann, der hat hier natürlich schon Spuren hinterlassen. Wie haben Sie es damals aus der Ferne wahrgenommen und was hat sich bestätigt oder was ist noch beeindruckender? Also ich muss gestehen, ich war damals, als dieser Vertrag zustande kam, gerade auf Urlaub und mit einer großen Gruppe Freunde, und da war Lise Polster damals dabei, und alles, was ich zu Beginn über Köln wusste, war von Lise Polster, und das war natürlich nur positiv, denn die hat sich sehr wohl gefühlt, die hat schon sogar überlegt, hier zu bleiben, aber sie ist dann doch wieder zurückgegangen nach Wien, aber die hat mir ausschließlich Positives erzählt, mehr über die Stadt, aber sie hat gesagt, das ist super, da ist Karneval, da ist immer gute Stimmung, da gibt es viele Partys, da habe ich gesagt, passt, da gehen wir her. Sehr überzeugendes Angebot hier halt, ne? Da wollen wir doch auch mal den König zu Wort kommen lassen. Der ist ja nicht hier. Ich meine, wir wollen jetzt mal sein Wort hören, wenn der König spricht. Köln, du hörst, FC. Ich habe deine Fußballkenntnisse sind jetzt eher so, naja. Null. Ja, ne, also. Wohl voll, die kenne ich. Okay, aber. Deswegen bin ich auch hier. Auf jeden Fall kannst du was über Köln sagen. Also was? Über Köln kannst du was sagen. Ich meine, über Köln kann ich genug sagen. Ich kann auch ein bisschen über Fußball sagen. Aber ich möchte mich da nicht irgendwie versteigern und irgendwie dann sagen, ich stehe für die und die und die Mannschaft. Obwohl, wenn ich hier euch reden höre, da wird man ja schon FC Köln-Fan von alleine. Das ist ja wir unglaublich. Arbeiten dran, ja. Aber es ist gefährlich. Ich meine, das kann man vielleicht nachvollziehen. Wenn ich irgendwo auf einer Bühne stehe und es wird Party gemacht, da sind die Leute natürlich, auch die Fußballfans, richtig auf ihre Mannschaft eingegroovt. Und wenn du da auf einmal auf der Bühne stehst und sie wissen, du bist ein Fan von dem und dem und dem, ja, um Gottes Willen, ich habe mal irgendwann gewagt zu sagen, dass ich auch auf den FC Bayern stehe, weil ich nun einige der Mitspieler gut kenne. Ja, siehst du, da fängt schon an. Da fängt schon an. Das ist mir nicht gut bekommen. Und seitdem halte ich mich immer ein wenig neutral. Ich meine, ich als Royaler, der singende Sozialfall als König, ja, da muss ich mich immer aus allem ein bisschen raushalten. Und das tue ich auch. Aber es macht mir Spaß und ich finde es auch ganz toll, dass man mich überhaupt angerufen hat, dass ich hier hinkomme, weil Zeit hatte ich eigentlich nicht. Aber da habe ich gesagt, das lasse ich mir nicht entgehen. Ich möchte mal sehen, wie sowas abgeht hier. Und das ist sehr interessant. Ich muss sagen, auch das Publikum, wie die ganz Ohr sind und genau zuhören, was Poldi alles so sagt. Und der Klopp, der Verrückte da hinten, der Jürgen. Ne? Der hat nein, das ist schon toll. Also ich freue mich, dass ich hier sein darf, auch wenn ich tierisch müde bin. Ich muss ja gleich weiter nach Mallorca und meine Pflichten erfüllen als Royaler, als König. Jensen geben, etc. Was man so macht als König, ja. Aber nur nebenbei, auch ungefragt sage ich das. Ich moderiere seit mehr als einem Jahrzehnt für die Bildzeitung. Ich hoffe, dass ich es erwähnen kann. Oder jetzt ist die Bildzeitung mal ausgestiegen, weil sie kein Geld mehr haben, was ich verstehen kann. Moderiere ich ein Event, der hieß Festzelthammer und so weiter und so fort. Es ging nur um Kinder, Herz für Kinder. Und ich habe das immer unentgeltlich gemacht, zuerst. Habe meine Unkosten noch selber bezahlt. Mittlerweile kriege ich zwar einen kleinen Obolus, aber es hat mir immer Spaß gemacht, Kindern helfen zu können, die in Not geraten sind, auch durch, obwohl wir ein sehr, sehr gut soziales Netz haben, denen irgendwie auf irgendwelche unbürokratische Weise helfen zu können. Und dass du das machst, das finde ich nicht nur lobenswert, sondern es hat mich angespornt zu sagen, ja, ich komme und ich mache da meinen Auftritt. Bei dir kann ich ja sowieso nicht Nein sagen. Und war auch immer sehr gut organisiert, muss ich sagen. Sehr gute Bühne, sehr gutes Dekor, alles prima und weiter so. Weil wenn man Kindern helfen kann und selbst gesund ist und dass ich in meinem Alter überhaupt noch auf der Bühne stehe, zwei gesunde Kinder habe, nämlich einen Sohn aus erster Ehe und unsere Tochter, die gerade in Los Angeles ist,
und die ich grüßen soll, da habe ich nämlich gehört, die hat nämlich gehört von Ramona, meiner Frau, dass ich heute hier bin und dich auch sehe, soll ich grüßen? Ja. Ja, genau. Von uns allen zurück. Nach Los Angeles zurück. Und wenn man die hat, dann sollte man sich auch vielleicht, und es einem gut geht, sollte man sich vielleicht darum kümmern, dass es anderen auch gut geht. Denn nur so kriegen wir sozialen Frieden irgendwie hin. Und wir, gerade in Deutschland, sind ja, die Problematik kennen wir. Das kennen wir und das ist super, dass du es erwähnst. Danke. Der Lukas hat mir gerade was ins Ohr geflüstert und ich finde das auch richtig. Überlegt euch schon mal, während gleich die beiden von Cat Ballou uns noch ein bisschen was erzählen, ein paar Fragen. Also ich denke mal so 2, 3 Fragen, da kriegen wir unter. Ne, überlegt euch schon mal, was, welche Fragen ihr an ihn habt. Und jetzt kommen wir mal zu Cat Ballou. Jetzt habt ihr das alles hier gehört. Ne? Leute, die Ahnung von Fußball haben, Leute, die Ahnung vom Singen haben, also weniger von Fußball. Und jetzt habt ihr natürlich, ich glaube, ihr seid ja beide Kölner, kann man so sagen. Ne? Ja, also, ja. Und wahrscheinlich auch FC-Fans. Erzählt mal so ein bisschen. Ja, Fan auf jeden Fall. Ahnung, wie du schon gesagt hast, habe ich überhaupt keine. Wir sind fürs Hoffen zuständig und nicht für die Transfers und ja, die Fachsimpelei. Also hast du da in der Hinsicht, du guckst schon auf die Ergebnisse und sagst, okay, ne, also FC-Fan schon, aber ja, ja, klar. Taktische Aufstellung und so weiter würdest du jetzt nicht zutrauen. Genau, hast du richtig erkannt. Das habe ich dir irgendwie angesehen, aber du hast es ja auch gesagt. Ja, ich bin aber auch sehr zufrieden mit der Saison. Also was will man mehr? Da frage ich doch mal den Kevin, ich finde es so schön, dass du da bist, herrlich, also ganz Dankeschön. Toll. Ja, erzähl doch mal, wie es jetzt für dich auch von dieser Perspektive aus ist, weil du hast ja auch viele Stammtische mitbekommen damals. Ja, es ist für mich natürlich eine große Ehre, also ich habe immer hinter der Kamera gestanden, jetzt stehe ich davor und ich durfte den Stammtisch in der ersten Zeit mit dem Kölner Stadtanzeiger begleiten und eine absolute Ehre hier zu sitzen und ich freue mich total dabei zu sein. Das freut uns natürlich auch, vielen Dank. Dankeschön. Ja. Und jetzt denke ich, sollten wir mal, Markus, ich glaube, du bist jetzt hier der Mann, die Kölsche Wiesen. Ich glaube, der Lukas kann da sicher auch was zu erzählen. Vielleicht fängst du. Wollen wir noch die Fragen? Genau, danke, dass du mich erinnert hast. Wer hat Fragen? Keiner? Ah, ja, dann Ulrike Kriegler fragt bitte. Ich habe eine Frage an den Poldi. Poldi, ich weiß nicht, ob das in Deutschland so bekannt ist. Also zum ersten Mal ist Österreich bei einer Europameisterschaft, wo sie nicht selber Veranstalter sind. Ja, hast du einen Tipp für die Ösi-Mannschaft? Ja, das der Trainer, den ich ganz gut kenne aus meiner Zeit, der mir die Chance gegeben hat, wo ich heute auch sitze, der Marcel Koller. Weil wenn er mich damals nicht hochgeholt hätte von der A-Jugend, dann wäre der Weg vielleicht anders verlaufen. Und ja, daher hoffe ich, dass die Österreicher sehr, sehr weit kommen. Aber wenn sie dann auf uns treffen, dann... Dann für den Marcel und für die Stögers Feierabend. Ja, aber Ralf, vielleicht können wir ja trotzdem nochmal, wenn Lukas schon die Möglichkeit gibt, also ja. Es wird doch irgendjemanden geben, der den Mut zusammennimmt, um noch eine Frage zu stellen. Ja, da hinten ist der Rainer, glaube ich. Und der, okay, und ich sehe da hinten... die beiden und die Presse kann auch Fragen stellen. Fans fragen. Am Pfeiler vorbei, ja. Dann würde ich mal sagen, Feuer frei. Gib einer mal ein Mikro. Ja, hallo. Lukas, ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe gestern Sportreportage geguckt, ZDF-Sportreportage. Da war der Leverkusener Fachmann Simon Rolfes drin und der hat seinen EM-Kader benannt. Olli war nicht drin. Genau. Ich war total entsetzt. Was hältst du davon? Ich hätte den Rolfes auch nicht eingeladen. Sehr gut. Mit der... Danke, Poldi, mit der Antwort habe ich gerechnet. Was soll ich mich dazu mal äußern? Jeder kann seine Meinung sagen. Der eine sagt, der ist dabei, der andere sagt, der ist dabei, der andere sagt, ich mag ihn, der andere sagt, ich mag ihn. Also, wie gesagt, die erste Antwort war die richtige. Lukas, eine Frage. Die vielen Jahre, die du beim FC gespielt hast, was war für dich der schönste Moment im FC-Trikot? Außer die
die Spieltage, wo es dann um den Abstieg ging, jedes Spiel. Also ich habe jedes Spiel genossen im Stadion. Also die Hymne, die Fans, diese Liebe, die ist einfach einmalig. Und wie ich eben gesagt habe, wenn man als Fünfjähriger oder als Zweijähriger aus Polen kommt, als Fünfjähriger aufwächst, mit dem FC groß wird, dann gibt es nichts Schöneres. Und dieses Gefühl hatte ich nirgendwo oder hat man nirgendwo, weil diese Verbundenheit, die ist einfach stärker als alles andere. Und daher habe ich immer gesagt, der Traum ist nochmal, dieses Trikot anzuziehen zu dürfen, weil es einfach was Besonderes war und ist. Es geht unter die Haut, ne? Bitte? Es geht unter die Haut, ne? Ja, klar. Also jedes Mal, wenn ich Sky schaue in Istanbul. Und schön, dass du Sky guckst da. Das finde ich gut. Ja? Cool. Wollte ein bisschen Werbung machen für dich. Ja, du kommst da ein bisschen unter. Nein, immer wenn ich die Sky gucke und der FC und die Hymne läuft, das ist jedes Mal was Besonderes. Man hat ja immer so, wo man sagt, ein Lied, das ist nach paar Jahren verschwunden. Oder man hört die Hymnen bei Schalke, Hamburg oder bei Bayern. Das ist nichts Vergleichbares. Und das macht sogar am Fernsehen Spaß, anzuschauen und tut auch weh, dass man selber nicht diese Möglichkeit hat, da selbst da zu sein. Ich habe noch eine Frage von RTL. Klar, bitte. Okay. Ich würde gerne wissen, auch wenn der Kader jetzt noch nicht, wenn der Kader jetzt noch nicht feststeht, wie siehst du denn unsere Chancen jetzt bei der EM? Also kannst du da mal irgendwie eine Einschätzung für den RTL-Zuschauer geben, bitte? Sind Sie gerade erst gekommen? Nein. Nein, aber nochmal ein bisschen ausführlicher vielleicht. Das ist ja ein Frauensender und vielleicht mal ein bisschen ausführlicher. Also nochmal irgendwie unsere Chancen allgemein bei der EM. Nein, ich habe ja eben gesagt, also wir müssen auf uns schauen, wenn wir unsere Leistung abrufen, wie in den vergangenen Turnieren. Wir sind ja seit 2005 mit dem Confed Cup immer bis zum Ende dabei gewesen, ob Finale oder dritter Platz. Und wenn wir dieses Ziel weiter verfolgen und beim Turnieren entscheiden dann auch immer Kleinigkeiten, die dann am Ende den Erfolg ausgeben. Und nochmal, wenn wir alles geben, taktisch und spielerisch und Talente und alles, das haben wir. Wenn am Ende noch das Glück und der Kopf dabei ist, dann denke ich, können wir auch sehr, sehr weit kommen. Und das Ziel ist auf jeden Fall Europameister. Es gibt nichts anderes. Noch weitere Fragen aus der Presse? Nein, Christian Sassel, News on Tour. Kurze Frage, du hast ja schon mal musikalisch was versucht mit dem Brings. Wir haben jetzt den König von Mallorca hier. Kannst du dir vorstellen, mit dem Jürgen Dres mal vielleicht auf die Bühne zu gehen und mal einen richtigen Mallorca-Song zu singen? Das wäre fürchterlich. Grausam. Das wäre grausig. Nicht wegen ihm, er kann es bestimmt, aber das würde ich ihm nicht raten. Da ist Brings viel besser angesagt. Ich bin ein tierischer Fan von Brings. Absolut, also das hören sie mal alle, glaube ich, ne? Ich bin ja schon mal eingestiegen in die Gruppe. Wir haben ja schon was zusammen gemacht. Ich finde die tierisch. Und das würde auch dem Köln. Das, hast du mit denen schon mal was gemacht, oder was? Ich meine, ich kann mich gerne dazu gesellen. Da würde ich mich gerne anbieten. Wir können aber auch Cat Balloon nehmen, ne? Also das würde auch gehen. Also, wir können einen riesen Kreis aufmachen. Was singen die gerade? Welches Lied? Und das findest du eigentlich fast nur in Köln. Da hast du recht. Ihr setzt euch zusammen, ihr singt und macht und tut. Ihr seid unglaublich, Köln. Ihr seid wirklich unglaublich. Sehr super, super. So, ja, weiß man gar nicht, weitermachen. Ganz kurz eben, wir könnten natürlich Jürgen Dreves auch in Liverpool mal gebrauchen. Da kannst du mal Schlager auf Englisch singen. Das könnte, die kenne ich noch gar nicht da. Aber mit Kloppo im Duett, ne? Mit Kloppo im Duett oder mit Matze Knob. Jetzt reden wir über weitere Fragen. Sonst müssen wir mal über die Kölsche Wiese reden. Das sollten wir auch mal. Wiesen, mein Gott noch. Ja, Markus, ich denke, das ist jetzt so eher dein Part. Das ist natürlich, dass Köln ein Oktoberfest hat, ne? Und das jetzt ein zweites hat. Das sind alles so Dinge, worüber du sicher sprechen möchtest, wo du auch mal erklären willst, warum das auch mit Poldi gemacht hast. Erzähl doch einfach mal.
Ja, der Lukas und ich, wir haben ja schon ein paar Sachen zusammen gemacht über einige Jahre. Mal in seiner Heimatstadt angefangen, in Bergheim mit einer Open-Air-Veranstaltung und machen seit 3 Jahren den Spanien-Cup in Gummersbach, ganz erfolgreich, der immer voll war, auch ein sehr großes Medieninteresse dann hervorgerufen hat, auch für seine Stiftung. Läuft ja immer auf Sport 1. Kannst du mal weghören gerade, Thomas. Also sehr erfolgreich und das sind natürlich alles Dinge. Es ist sehr, sehr gut, wenn prominente Sportler oder Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, sich für einen sozialen Zweck einsetzen. Viele, die ich kenne, machen das einfach, um vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so gut oder gut wegzukommen. Bei Lukas ist das extrem anders. Also der macht Sachen mit Herz und ist voll dabei und das macht mir als Veranstalter natürlich die Sache immer sehr einfach. Weil wenn da jemand mitmacht und voll hinter der Sache steht, ist das für jemand, der das dann organisiert, nur noch halb so schwer. Und dann macht es natürlich auch Spaß, da wird man mitgerissen. Und wir haben irgendwann mal gesprochen, was man noch so machen kann für die Lukas Podolski Stiftung. Und dann kamen wir auf die verrücktesten Ideen, Karnevalspartys, und weil mein Steckenpferd sind ja eigentlich Veranstaltungen. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch ein Oktoberfest machen. Und haben das dann kurzerhand mal bei den Künstlern hinterfragt, wer so alles dabei wäre, und wir haben eine sehr illustre Mischung, sehr gute Mischung gefunden. Jürgen war natürlich direkt mit dabei, Cat Ballou für den kölschen Part, aber auch Casala und ganz viele namhafte Künstler, die da mitmachen. Da sind wir echt sehr stolz, dass die direkt zugesagt haben. Also es ist wirklich die Creme de la Creme, die man braucht für eine gute Party. Eine Mischung aus Köln, Schlager und alles, was man braucht, um richtig zu feiern. Und der Clou daran ist, dass halt jeder Euro, der da übrig bleibt, in die Stiftung von Lukas wandert und davon gute Dinge gemacht oder damit gute Dinge gemacht werden, die vielleicht sich die Einrichtung so nicht ermöglichen können und dann auch mal wieder in die Öffentlichkeit kommen. Und das ist eigentlich der Clou, dass wir Sachen mal nach vorne bringen, die vielleicht ohne Lukas Hilfe so nicht möglich wären. Ja, das ist sehr umfangreich erklärt. Mal vielen Dank. Ich glaube, die Ulrike kann da sicher auch ein bisschen was zu erzählen. Gerade jetzt, du bist ja auch da aktiv, sag ich mal. Ja, ich habe die große Ehre, das zu moderieren. Ich werde Künstler ansagen. Dankeschön. Also es kommt auch Anna-Maria Zimmermann zum Beispiel, Norman Langen, Klüngelköpp, also es ist eine gute Mischung, der Wendler kommt, Peter Wackel und natürlich, ja, das, so ähnlich wie wenn man hier Bayern München sagt, und natürlich der König von Mallorca, Jürgen Drews, und da ist er sowieso immer in Köln die Stimmung großartig, da weiß ich schon, wie es ist, denn den durfte ich schon mehrmals ansagen. Ich glaube, der geht hier in Köln gar nicht mehr auf die Bühne, ohne dass ich ihn ansagen darf. Ja. Und umso mehr freue ich mich, auch ein paar kölsche Bands ansagen zu dürfen. Ich habe noch eine Frage an Cat Ballou. Wie ist das eigentlich für euch? Ich meine, wir haben ja eigentlich genug Brauchtum selbst hier auch in Köln mit Karneval. Aber Oktoberfest setzt sich auch im Rheinland durch. Wie ist es für euch, auf einer Wiesn aufzutreten als urkölsche Band? Das ist eigentlich... Ja, das ist überhaupt kein Thema für uns, weil es halt einfach eine gute Party sein wird und wir wissen, wie die Leute in Köln feiern, und dann sind wir natürlich dabei. Ist eigentlich egal, unter welchem Slogan das steht. Hauptsache, es ist eine gute Stimmung mit guten Leuten. Ist es vielleicht sogar was ganz Besonderes, weil im Rheinland ja das Brauchtum auch ganz groß steht und so eine Wiesn, auch wenn sie exportiert ist, passt das ganz gut zusammen noch mit dem kölschen Lebensgefühl? Ich denke schon, auf jeden Fall. Also, und es wird sich ja auch zeigen dann. Dein Nachbar nickt schon ganz, vielleicht kann der... Ja, ich denke, Dialekt, wenn Dialekt irgendwie zusammenkommt und das halt mit einer guten Stimmung irgendwie gepaart ist, ich glaube, das kann nur eine coole Fete werden, und das alles unter einem guten Zweck, also das kann nur geil werden. Vielleicht könnte auch der Franz Beckenbauer nochmal was dazu sagen. Wiesn im Rheinland, wie ist das denn? Ja, gut, ja, sicherlich. Also ich muss an dieser Stelle sagen, man sollte auf jeden Fall diese Veranstaltung unterstützen. Das ist ganz wichtig. Allein schon die Moderatorin, wie sie daherkommt mit diesem feschen Dirndl. Ja. Ich bin ja selber auch jemand, der in Österreich wohnt, ja, und von daher das sehr gut nachvollziehen kann. Finde es toll, dass sich so viele Künstler, auch der Wendler, zur Verfügung gestellt haben. Freunde, ja, ich verstehe den Unmut, aber es ist ja für einen guten Zweck. Es ist ja für Kinder, und ich sage einmal, ich kann das immer nur bitte bestätigen und unterstützen. Also wenn sich einer wie der Lukas Podolski eben da einsetzt für die Kinder und die Stiftung auch, dann muss man jeden, der freiwillig und unentgeltlich an sowas teilnimmt, dem gebührt ein Applaus. Ja, ob man die Musik jetzt mag oder nicht. Also das, ich selber habe auch immer dafür gesorgt, dass genügend Kinder auf der Welt sind. Also von daher...
Ja. Also von daher ist es wirklich aller Ehren wert und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja eingeladen worden hier als Franz Beckenbauer in der Verkleidung von Jürgen Klopp, weil sonst das Medienaufkommen zu groß gewesen wäre. Und ich bin auch, muss noch ein Wort loswerden zum ersten FC Köln. Ich finde, der FC Köln ist wirklich ein Verein, der sich gefunden hat. Also der auch nicht wie der HSV glaubt, er könnte die Champions League gewinnen. Ja. Bin mir auch sicher, dass die Hamburger bei der Relegation am Donnerstag auch wieder auflaufen werden, aus Gewohnheit. Ja. Nein, und man muss auch einmal sagen, dass Peter Stöger ein Trainer ist, der zu diesem Verein passt, weil er eben dieses Karneval auf der einen Seite und Fußball auf der anderen Seite verbindet. Früher war es so, da wurde immer gesagt, ja, die Stimmung in Köln ist die beste überhaupt, ja, und mit dem letzten Ton von Vivia Colonia ging das Desaster los. So, und jetzt ist es so, der Schiedsrichter pfeift an und die Party geht weiter. Also von daher muss ich sagen, der FC ist auf einem sehr guten Weg und der Poldi hat was Wichtiges gesagt, man muss auch einmal zufrieden sein, wenn man sich gefunden hat. Und man muss Schritt für Schritt versuchen, den nächsten Schritt zu machen. Deswegen heißt es ja auch Schritt. Ja, natürlich. Und dann ist mit dem FC auf jeden Fall einiges möglich. Also von daher, jetzt wie war nochmal die Frage? Ich habe genug, ich bin nämlich HSV-Fan. Ja, okay. Okay, wir wollen aber natürlich auch, wir hatten ja gerade auch die Wiesen als Thema und da müssen wir natürlich auch mal, Fußballer und Wiesen, seit Effenberg wissen wir, dass das manchmal korreliert und Probleme bereitet. Ich frage jetzt dich einfach mal, Ansgar, wie siehst du das? Hast du Wiesen-Erfahrungen oder nur Fußball? Erzähl mal. Ich muss vielleicht ganz kurz erwähnen, dass meine Schwester hier Sport studiert hat und ich habe sie so oft wie möglich besucht und habe viele coole Nächte in Köln miterlebt. Und ich bin auch so der Typ, also man muss auch mal zu Hause bleiben und ein Buch lesen. Also man kann nicht immer rausgehen. Ne? Einmal im Jahr reicht, ja. Ja, wir haben ja ein wunderbares Buch hier über Heinz Floh, der übrigens auch weißer Brasilianer genannt wurde. Poldi, du bist auch drin, ne? Also wir beide durften uns sogar verewigen. Ja, ja, genau. Das kriegst du gleich geschenkt. Ich habe noch mehr. Kannst du gleich noch eins haben. Ne? Also weißer Brasilianer, jetzt mal, wie kam es eigentlich zu diesem Spitznamen? Nur die Technik oder gab es noch ein paar andere Attribute, die dafür gesprochen haben? Das ist eine gute Frage. Also ich habe 20 Jahre im Abstieg gespielt und ich glaube, mein ganzes Leben hat ist ein Abstiegskampf, habe ich manchmal gedacht, aber okay. Aber ich erinnere mich an eine Situation, da war Lukas 18, da habe ich für Dresden gespielt, also Köln musste dann auch mal in Dresden antreten, ist Gott sei Dank lange her. Und da sagt ein 18-Jähriger zu mir vor dem Spiel, hallo, ich sage ja, hallo, ja, ich bin ein Fan von dir. Ich sage, okay. Und dann sage ich zum Lukas Podolski, ich sage, ich bin auch ein Fan von dir und mach dir mal keine Sorgen, weil dich hält dir mal keiner mehr auf. Ne? Das sind so schöne Geschichten, die der Fußball dann schreibt und ich meine, was draus geworden ist, wenn du 127 Länderspieler hast und keine Ahnung, an 7 Turnieren teilgenommen hast. Und ich wollte noch eben dazu sagen, wenn sich der Bundestrainer noch nicht gemeldet hat, ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil jemand, der sich so verdient gemacht hat für den deutschen Fußball, den ruft man vorher an, wenn man ihn nicht mitnimmt. Also ich habe da ein ganz gutes Gefühl. Wir drücken alle die Daumen, ganz klar. Lukas. Jetzt haben wir schon viel über die Wiesen gefragt, aber dich noch nicht. Die Wiesen, die Kölsche Wiesen, ich meine, du hast ja auch mal eine Zeit lang in Bayern Aufbauhilfe geleistet, ne, bei Bayern München. Und ist das aus dieser Zeit auch ein bisschen hängen geblieben, dass du das irgendwo magst, diese kulturellen Bräuche der fremden Länder? Und, erzähl mal. Ja, hast ja gerade richtig gesagt, aufgebaut. Ich habe den FC Bayern aufgebaut, wo sie heute sind. Ja, tatsächlich auch so, absolut. Spielertrainer quasi. Zu meiner Zeit war es fast wie beim FC. Ich hatte, glaube ich, 3 oder 4 Trainer innerhalb von 3 Jahren. Wir haben, glaube ich, eine Saison sogar Euroleague gespielt, glaube ich, oder gar nicht international. Ja, und jetzt sieht man, was daraus geworden ist. Also Hut ab, was daraus geworden ist. Super Leistung. Ihr wart damals so oft auf der Wiese. Man kann ja über die Bayern immer sagen, was man will oder buhen, aber was sie da aufgebaut haben in den letzten Jahren, das ist Wahnsinn. Und super, international wie national, überragend. Okay, aber auf der Wiesn warst du damals auch schon. Du hast das wahrscheinlich erstmal so richtig kennengelernt, dass du das so ja, ich sag mal, diese Bräuche zählt und was da für eine Stimmung abgeht. Ja, schon. Also ich war ja 3 Jahre in München und man kriegt das ja mit. Das ist ja auch fast das Weißbier wie hier in Köln, fast. Nicht genauso. Ja, die Wiesen, wir waren jedes Jahr vertreten mit der Mannschaft oder auch privat und ja, das ist immer eine geile Veranstaltung gewesen. Also nicht von der Sauferei, sondern
jetzt holst du das hier nach Köln, also mit der Kölschen Wiesn, und du stehst ja auch dafür, und man sieht es ja überall, ne? Also da wirst du dich dann auch sehen lassen, vermutlich. Ich habe das jetzt nicht aus München hingebracht, sondern wie der Markus eben gesagt hat, wir haben das Turnier, wir haben ein anderes Konzert gehabt, wir haben andere Einnahmenquellen gehabt, die die Stiftung unterstützt, und wir haben uns überlegt, was kann man noch machen, und dann kam die Überlegung, lass uns die Kölsche Wiesn machen, und ja, so kam die Idee. Ich denke, es ist super geworden. Ich denke, das wird auch super. Da mache ich mir bei Markus keine Sorgen, sondern bis jetzt hat alles super geklappt. Jede Veranstaltung professionell, alles hat geklappt. Und am Ende des Tages ist das Ziel, die Einnahmen der Stiftung zu übergeben und damit die Kinder zu unterstützen. Das ist ein Ziel dieser Wiesn. Und ja, ich freue mich drauf. Ich werde auch selber vor Ort sein. Ich weiß jetzt nicht, an welchem Tag. Ich freue mich riesig drauf und ich hoffe, dass wir dann die nächsten Jahre das immer wieder wiederholen werden, dass es ein toller Erfolg wird, und ja, das ist es eigentlich. Markus, vielleicht noch was, wir haben eben kurz davor gesprochen, auch zur Location, ist schon was Besonderes, Zelt in der Halle. Zelt. Ja, ja, also das ist jetzt auch mal ein Novum, das ist auch sehr unüblich. Wir haben natürlich in Köln nicht so viele Plätze, wo man ein Zelt aufstellen kann. Und ja, dann haben wir gesucht und haben dann am Gladbacher Wall die X-Post-Halle gefunden, die die Größe auch hat, die wir brauchten. Und da haben wir uns einfach mal gedacht, wir bauen ein Zelt in eine Halle rein. Also ist sehr aufwendig. Ich war in Süddeutschland, habe mir mehrere Sachen angeguckt. Und ja, das wird also ein Novum, glaube ich, werden für Köln. Also ich bin sehr gespannt. Ich hab das im Aufbau gesehen, wie sowas funktioniert und wie das nachher wirkt. Ich kann nur jeden ermuntern, hinzukommen und sich das anzugucken. Ich denke, da werden sich einige Interessenten schon jetzt melden, klar, ohne Zweifel. Thomas, du hast, glaube ich, noch mehr auf dem Tisch. Ja, ich wollte ganz kurz von Ulrike noch wissen, vielleicht als von Moderator zu Moderatorin. Wie ist es denn überhaupt, auf so einer Bühne dann aufzutreten? Ist ja sicherlich auch ein spezielles Publikum, ganz spezielle Atmosphäre. Wie bereitest du dich darauf vor? Und du hast es ja schon häufiger in Köln auch auf der Bühne gemacht. Wie ist auch diese Reaktion vom Publikum? Also das Schöne ist, im Vergleich zu Österreich, das Kölner Publikum ist so wahnsinnig gut erzogen. Die sind durch den Karneval so gut erzogen. Das wird es bei uns nie geben. Wenn man da sagt, die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, dann kommen die um 18 Uhr. Wenn man sagt, um 0 Uhr müsst ihr nach Hause gehen, dann gehen die um 0 Uhr nach Hause. Und wenn man irgendwas mit ihnen machen will, schunkeln, klatschen, die machen alles. Und das ist so schön und ich freue mich sehr drauf. Absolut, und da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. Wir sind gespannt, also das wird ja auch interessant und wir werden es natürlich beobachten. Ja, es freuen sich sowieso schon mehrere drauf, denn ich glaube, obwohl es noch kaum Werbung gab, sind schon 5000 Karten verkauft. Also es kommen auf jeden Fall schon ein paar mehr Menschen. Poldi, du wirst auch hin und wieder vorbeischauen, oder? Zusammen rocken wir das Ding. Ich meine, das wird ja immer besser. Hier werden ja so viele Duette schon geplant. Und also, das kann ja richtig spaßig werden. Ja, ich denke mal, wir sollten noch mal fragen, ob das Publikum vielleicht noch eine Frage hat. Weil ich denke mal, so langsam kommen wir Richtung Ende. Oder Presse natürlich auch. Bitteschön. Markus, du hast ja gesagt, du baust in dieser X-Post-Halle ein Zelt auf. Hat das, sag ich mal, außer den Hintergrund, dass die Atmosphäre vielleicht im Zelt ein bisschen besser ist, noch andere Gründe, warum ein Zelt in die Halle gebaut wird? Also der größte Grund ist, dass wir in Köln Schwierigkeiten haben, eine Fläche zu finden, wo man ein Zelt aufbauen kann, tatsächlich. Also das ist in Köln nicht ganz einfach wegen Lautstärkeemissionen und Behörden, die dann natürlich alle ihren Job machen müssen, auch die Anwohner schützen. Mal ist das zum natürlich für einen Veranstalter immer ein bisschen, dass man denken könnte, oh, was für ein Scheiß. Aber man kann es nicht ändern, man muss sich da an Gesetze halten. Dafür sind wir in Deutschland, das hat viele Vor- und ein paar Nachteile. Und deswegen bauen wir ein Zelt quasi in die Halle rein und ja, es wird, glaube ich, sehr imposant werden. Also auch wegen der Atmosphäre? Ja, auf jeden Fall die Atmosphäre. Ich als Veranstalter gucke ja immer drauf, wo man eine Veranstaltung macht. Wir sind ja mit der Oleto in ganz Deutschland unterwegs und in Köln bin ich natürlich nicht, weil es ein Heimspiel ist, immer am liebsten, weil man sagt ja nicht umsonst hier in Köln, da ist das ganze Jahr Karneval, die Leute sind einfach besser drauf als in jeder anderen Stadt. Also wenn wir in Bremen oder sonst wo sind, da ist es ein bisschen anstrengender, manchmal für Stimmung zu sorgen, egal mit welchen Künstlern. Jürgen kann das sicher bestätigen. Jawohl, wenn die mal in die Hufe kommen, die Bremer, dann sind sie auch da, aber es dauert länger. Ja, ja, die brauchen halt alle ein bisschen länger und die Kölner sind immer direkt auf Touren, deswegen kann ich alle, die hier gesagt haben, das wird bestimmt eine geile Party, da bin ich mir sehr sicher, weil nirgendwo wird so gut und so geil gefeiert wie in Köln. Hast du recht. So, ich denke, so langsam aber sicher kommen wir mal zu einer Schlussrunde. Und zwar, die Schlussrunde ist interessant, weil ich freue mich schon, ich fange bei Matze Knob an. Er darf mir nämlich sagen, A, wer Europameister wird und warum und mit welcher Platzierung der 1. FC Köln die nächste Saison abschließt. Das wird alles festgehalten.
Ja, also ich glaube, dass der erste FC Köln eine ähnliche Position einnehmen wird wie in dieser Saison, weil ich, das hat ja eben der Franz Beckenbauer schon so schön gesagt, dass ich glaube, dass der Trainer und die Mannschaft sehr gut zusammenpassen, dass der Trainer auch wiederum sehr gut zu dieser Stadt passt und zu dem ganzen Lebensgefühl. Und das ist schon auch im Fußball sehr wichtig. Ich glaube, man muss sich wohlfühlen. Ich glaube, da ist ja Poldi auch ein gutes Beispiel. Wenn er sich irgendwie wohlfühlt, dann ruft er auch Leistung ab. Ich vom Typ bin auch ähnlich. Also wenn ich in einem guten Umfeld bin, dann kommt auch was bei rum. Und von daher glaube ich, dass es beim FC ganz gut passt. Und natürlich, so realistisch muss man sein, ich glaube jetzt nicht, dass der FC um die Champions League mitspielen wird, also um die Platzierungen. Ja, aber ich glaube, an den Europapokalplätzen kratzen ist auf jeden Fall möglich. Zur Nationalmannschaft, ich glaube, dass wir den Titel holen können, weil ich habe mir jetzt mal die anderen Mannschaften angeschaut. Also die Italiener, nein. Die Spanier hatten haben ihre beste Zeit hinter sich. Die sind sicherlich ein Halbfinalkandidat, aber es wird nicht reichen. Die Engländer sind ganz gut, aber wir haben ja schon beim Eurovision Song Contest gesehen, die Queen versucht jetzt schon über Australien den Titel zu holen. Ja? Und kurz vor Ende geht es dann doch wieder schief. Also von daher muss ich sagen, die Engländer never. So, bleiben noch die Franzosen, aber ich glaube, da ist unsere Mannschaft besser. Die Belgier werden ja auch immer hochgelobt, aber da fehlt die Erfahrung. Ich sage, Deutschland wird am Ende Europameister und das entscheidende Tor macht diesmal nicht Mario Götze, sondern, meine sehr verehrten Damen und Herren, Lukas Podolski über rechts, fulminanter Schuss, Tor 1:0 für Deutschland. Sorry, das geht anders. 1:0 für Deutschland. Torschütze, der Mann mit der Nummer 10, Lukas. Danke. Thomas, jetzt bist du dran. Also da war ja schon sehr viel gute Analyse dabei zum FC. Der FC wird mehr Punkte holen als in dieser Spielzeit. Ist ja dann auch immer die Konstellation, wie viele nehmen sich die anderen Mannschaften untereinander weg. Ich sage mehr Punkte als in diesem Jahr und Platz 6 bis 9. Letztes Jahr habe ich eigentlich ganz gut gelegen. Also das könnte durchaus, wie Lukas eben gesagt hat, auch mal eine Überraschung drin sein, wie das Augsburg geschafft haben oder Freiburg geschafft hat oder Eintracht Frankfurt vor ein paar Jahren. Und Nationalmannschaft, ich glaube, dass Deutschland ins Finale kommt. Und für mich ist dieses Jahr wirklich, also es ist jetzt kein Geheimtipp oder so, aber ich traue den Engländern echt dieses Jahr viel zu. Weil ich glaube, dass da auch viele Jungs so Leicester und so, die einfach so nicht zum Turnier fahren wie früher immer. Okay, wir sind ausgelaugt nach einer langen Saison und schaffen es dann doch nicht. Ich habe es auch mal durchgetippt, es könnte, glaube ich, sogar dazu kommen. Deutschland, England im Finale, wie es dann ausgeht, wissen wir eh. Und der FC, habe ich gesagt, zwischen 6 und 9. Zwischen 6 und 9. Nehmen wir hin. Jetzt wird natürlich der Druck für den Peter Stöger halt sehr groß, weil jetzt kommt natürlich dann die Vorhersage von Ulrike Kriegler für ihn. Ja, erst einmal muss ich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Manze Knob Österreich völlig vergessen hat bei den Favoriten zum Europameistertitel. Ich glaube, er hat es gerade. Ihr müsst auch mal zufrieden sein. Ihr habt am Samstag einen Spieler im Pokalfinale. Das ist doch schon mal was. Natürlich. Mit Alaba. Ja, genau. Man glaubt es nicht, das ist ein Österreicher. Ja, und zum FC muss ich sagen, also wenn ich in dem ersten Jahr gesagt hätte, im Mai, ich moderiere im September, Oktober eine Veranstaltung hier, hätten viele wahrscheinlich gesagt, ja, aber ob dein Alter dann noch Trainer ist hier, das weiß ich nicht. Deswegen ist das jetzt gar kein Thema, bin überrascht und ich finde, damit haben wir schon viel erreicht. Gut, dann nehmen wir das Mikro weiter. Ja, Lukas, du hast eben dich schon umfassend geäußert. Dann sag einfach nur Platzierung oder ja, wie das dir gefällt. Mach's kurz. Zum FC, oder? FC-Platzierung nächstes Jahr, wenn du einen Tipp abgeben möchtest. Ich würde dich nicht zwingen, aber du darfst. Ja, Tipp ist immer Tipp. Ich habe einen Wunsch, dass es genauso... ich wünsche mir nicht, dass es genauso läuft wie diese Saison, weil es könnte auch in die andere Richtung gehen. Ich hoffe, dass der Klassenhalt so früh wie möglich gesichert ist und dass man dann befreit aufspielen kann und vielleicht oben attackieren kann. Weil man hatte in dieser Saison auch Phasen drin, wo man die Chance hatte, nach oben zu rücken, wo man dann auch gesagt hat, nee, und lass mal. Und also ich würde mir wünschen, dass man auch, wenn man die Chance sieht, nach oben zu gehen, dass man die Chance ergreift und sagt, hör mal, okay, wir gehen auf den Platz 6 und wir machen das mit den Fans, mit der Stadt, dass da auch so ein bisschen eine Euphorie, aber eine wirkliche Euphorie ausbricht und nicht so eine Fake-Euphorie, wie es die letzten Jahre war, sondern dann klappt es vielleicht, aber wie er eben gesagt hat, ich denke Platz 6 bis 10 ist möglich und das wäre dann wieder eine gute Saison. Und wer Europameister wird, wissen wir eh, ne? Hast ja schon gesagt. Deutschland. Ja, dann gehen wir mal weiter. Markus, jetzt kannst du dich als Fußballkenner outen. Du spielst ja selbst, habe ich gesehen. Naja, das ist ja schon lange her. Aber
Also ich denke, dass die Deutschen Europameister werden, zumindest ins Finale kommen, wenn Lukas dabei ist. Das ist meine Prognose. Und die Kölner, glaube ich, werden ähnlich spielen wie letzte Saison. Aber ich glaube, dass die danach die Saison trotzdem in der Euroleague spielen, weil ich die Befürchtung habe oder die Hoffnung, dass sie vielleicht mal den DFB-Pokal holen oder sowas. Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, ja, über den DFB-Pokal international weiterzukommen. Und ich drücke die Daumen. Hört sich gut an. Nehmen wir halt mal alles fest. Jetzt kommen die royalen Worte des Königs. Und er hat natürlich das Sagen. Ich sag was zu Fußball. Wie toll. Das ist ja unglaublich. Aber Träume versetzen Berge. Das wissen wir. Und wer weiß, ich merke gerade diese Euphorie hier. Ich bin hier mal so richtig drin. Ich kenne das ja sonst gar nicht so. Das ist ja schon unglaublich. Und ich kann nur eines sagen, jeder, der ein Fußballfan ist und für eine Mannschaft steht, der hat eigentlich das Herz am richtigen Fleck. Das ist toll, so zusammenzustehen. Das ist doch der Challenge, den wir heutzutage brauchen. Auf dem Fußballplatz und nicht auf den anderen Schauplätzen, die wir alle kennen, die wir alle nicht mögen. Und ich glaube auch, bei der Euphorie, die ihr habt mit dem Mann hier vorne, unserem Podolski, der euch immer wieder Mut macht, wie kommt er wieder zurück zu euch? Da seid ihr mindestens bis Platz 3 kommt ihr nach vorne. Siehst du mal, wunderbar. So ein schöner Wunsch, oder? Und Europameister werden wir natürlich nebenbei auch noch. Ja, ne? Also, da brauchen wir doch gar nicht mehr drüber reden. Nee, das ist ja schon abgehakt. Also Ansgar bringt man natürlich. Ja, ich glaube, dass der 1. FC Köln schon noch Baustellen hat. Glaube ich, das wissen alle hier im Raum. Aber wenn es einstellig wird, auch in der neuen Saison, glaube ich, dann hat der 1. FC Köln wieder alles richtig gemacht. Und das wird ja nicht leichter, auch in der, ja, das hoffe ich. Es wird ja nicht leichter auch in der Bundesliga. Die Österreicher haben jetzt auch einen Bundesligisten in Deutschland, ne? Irgendwo im Osten, der auch sehr stark sein wird. Und wie gesagt, es wird nicht leichter. Und ja, zu EM, klar, Deutschland ist amtierender Weltmeister, ist immer Favorit. Sind ein paar ganz gute Teams noch dabei, wie Belgien etc., die üblichen Verdächtigen, gar keine Frage. Aber freuen wir uns alle drauf und ich gehe davon aus, dass Deutschland ins Endspiel kommt. Auch das hören wir natürlich gerne. Jetzt natürlich, ja, du hast selbst gesagt, fußballtechnisch hast du die besten Tipps parat, wir hören. Nee, ich nicht, aber der Kevin, wirklich, der tippt immer ganz gut. Der tippt immer ins Blaue und dann... Hat er souffliert oder was jetzt gerade? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich habe 3-0 Schalke getippt damals und das war richtig. Er ist schon ein bisschen was her, aber wenn ihr meinen Expertenrat haben wollt, ich sag, Deutschland wird Meister und FC spielt Champions League. Ja, das hört sich doch gut an. Ein echter Experte, absolut. Also eins habe ich noch. Ja, bitte. Ist mir noch wichtig. Also ich freue mich schon wirklich auf den Tag. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Also wenn Lukas Podolski noch einmal die Nummer 10 hier in Köln anzieht, das wird so emotional. Da möchte ich auf jeden Fall live dabei sein. Aber das wäre nochmal ein richtiges Highlight. Da musst du wirklich das Stadion ausbauen. Da gibt's Erpelpelle ohne Ende. Ja, Thomas, was meinst du? Hast du noch was auf der Pfanne oder sollen wir jetzt langsam mal auch gleich in die Autogrammstunde reingehen oder in die Autogrammwünsche? Also ich glaube, wir haben so viel geredet, ne? Und jetzt wollen die Leute sicher von Lukas auch Bilder und Autogramme haben und von den anderen Prominenten hier. Ich würde sagen, wir zwei ziehen uns ein bisschen zurück, ne? Genau, wir halten jetzt mal den Mund, das machen wir eigentlich ganz gut. Markus, vielleicht noch ein paar abschließende Worte, weil du bist ja, wie gesagt, derjenige, der es heute hier möglich gemacht hat. Wir haben ja morgen Widerstand, ich muss gleich noch was zu sagen. Ja, ich kann mich nur bedanken, dass alle so zahlreich gekommen sind. Das war ja echt richtig kurzfristig. Das war echt eine Nacht- und Nebelaktion. Und wirklich auch, dass die Leute, dass die Gäste so zahlreich erschienen sind und natürlich auch hier die Leute, die hier am Tisch sitzen. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man einen Tag vorher anruft und sagt, hör mal, kannst du am Pfingstmontag mittags mal kommen zu einem Stammtisch? Da kenne ich viele, die fragen, ob ich irgendwelche komischen Tabletten nehme. Alle anderen haben mir gesagt, ja super, wir sind natürlich sofort dabei und deshalb, ich glaube auch im Namen von Lukas und von mir, vielen Dank, dass ihr die Sache so unterstützt und dass ihr alle hier seid. Wunderbar, das nehmen wir auch entgegen. Finale und letzte Frage an Lukas von mir. Jetzt kennst du den Stammtisch. Ich meine, hast du wahrscheinlich auch schon mal im Internet mitbekommen. Das war heute die 168. Folge. Werden wir den Lukas Podolski hier nochmal sehen? Also die Einladung steht jetzt hiermit. Morgen. Er muss heute Abend weg. Also weiter Training morgen. Nein, bestimmt. Auf noch in der aktiven Karriere oder danach. Auf jeden Fall. Wenn du mich einlädst. Die Einladung steht jetzt schon. Ja. Ist gerade rausgegangen. Dann wird das, denke ich, klappen. Aber wann, das kann ich nicht versprechen. Wann und wie.
Wir werden sehen. Wir halten einfach mal irgendwo den Kontakt und kriegen das hin. Ja, damit habe ich mich zu bedanken. Auch bei dieser Runde ist auch nicht ganz einfach. Hier sind Leute, die natürlich neun Leute und dann muss jeder auch ein bisschen zu Wort kommen. Aber ihr habt, glaube ich, jeder ein bisschen was unterbringen können. An alle vielen Dank. Und jetzt kommen wir natürlich zur Autogrammstunde. Morgen übrigens um 20 Uhr, 19 Uhr, nochmal FC-Stammtisch. Dann die große Saisonbilanz mit Erich Rutemöller, mit Tobias Kaufmann und mit Thomas Wagner natürlich. Also, und jetzt Autogramme. Applaus